Ja, hallo zusammen, ihr Lieben. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge Reign of Terror, basierend auf Grim Dawn oder andersrum, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Wir schlagen uns jetzt in die Wüste, weil wir es können. Und werden mal so ziemlich alles, was sich uns in den Weg stellt, umlegen. Finde ich eine gute Idee. Kann man machen. Wir suchen den horadrischen Würfel, den Stab der Könige und das Amulett der Viper. Außerdem Rashas Tomb wird auch gesucht. Also von daher haben wir gut zu tun. Gucken wir uns das Ganze an. Und dann schauen wir einfach mal. Ach Jungs, echt jetzt nicht. Können wir damit mal aufhören? Blöden Vögel. Tüdelülü, hallo. Ach, da ist ein Stein im Weg. Ich wundere mich, warum ich nicht treffe. Tschüss. Also ganz ehrlich, gefühlt ist das hier gerade einfach zu leicht. Also, das wird sich ändern, das ist mir durchaus bewusst. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber wenn ihr euch das anschaut, man drückt drauf und wartet, dass die Gegner umfallen. Aber gut, das wird sich spätestens bei dem einen oder anderen Gegner ändern, das weiß ich ja schon. Hey Freunde. Ja, morgen steht mir dann meine Zahn-OP bevor. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Das ist unmöglich in Worte zu fassen. Bin mal gespannt, wie es mir dann morgen geht. Und ob ich dann wirklich wie geplant schon wieder am Dienstag arbeiten kann. Das wird spannend. Ja, ja, ist klar, Vögel. So, nach der Folge mache ich mir auf jeden Fall erstmal nochmal einen Kaffee. Muss einfach sein. So. Hau ab. Tschüss. Können wir da rein? Ne, ich glaube nicht. Mir war das so, als wenn das nicht gehen würde. Hallo, Freunde. Da war auch nichts weiter, also können wir nur da oben rum. Hätten jetzt mit Sicherheit auch unten rum gekonnt, aber ich gehe jetzt einfach mal hier erstmal weiter. Man weiß es nicht. Und sonst geht's noch. Auch nicht nett, ne? Haut ab. Oh.
Oh, da ist ein Bossiger dabei. Da sollte ich meinem zusehen, dass ich wegkomme. Wenn sich dieses blöde Fractions-Gedöns. Machen wir erstmal Halbierung des Lebens. Oh, oh, oh. Nee, aber nicht meines. Nicht meines, Freunde. Mach mal einen weg. So. Ich sage also, bei Gegnern, die so rankommen. Das war doch Halbierung des Lebens hier, ne? Static Field. Naja, nicht mal Halbierung. Das Leben wird dann nur gefittelt. Oder um 25% gesenkt. Hey, Vögelis. So. Nach der Aufnahme werde ich mir noch mal einen Kaffee gönnen. Wie gesagt, nochmal zur Titan Quest. Das hier ist jetzt die dritte Aufnahme von Grim Dawn. Nochmal zur Titan Quest. Es wird nächste Woche nur 3 Folgen geben, weil 2 mir leider Gottes kaputt gegangen sind. Das, was ich aber erst zu spät gemerkt habe. Und es auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ich kann euch nicht mal sagen, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Nicht die geringste. Hallo. Kannst den Scheiß mal lassen. Weil das überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Wir gehen hier mal rein. Diese hier Aufnahme scheint, also ich habe mir die erste angehört und die war ohne Probleme. Zumindest die erste war ohne Probleme. Die zweite rendert jetzt, die sollte ich auch gleich nochmal kurz reinhören. Die nehmen wir auch mal mit hier zum Basteln. Na, Käferli. Tag. So, dann geht's hier weiter. Was? War was? Läuft ja soweit ganz okay. So. Das ist das. Da können wir auch gleich wieder zurückgehen. Wenn hier nicht noch ein besonderes Kistchen ist. Sieht aber nicht so aus. Ist auf jeden Fall nicht dieser Rasha-Tomb, sondern ein Stony-Tomb Level 1. Ist also noch nicht das, was wir suchen. Was sich jetzt hier möglicherweise an Items verbirgt, ist noch unklar. Hau ab. Also kann man dann hier auch aufräumen. Ist ja fast ein bisschen öde, ne? Hinstellen und Feuer, Feuer, Bäm machen. Machst du definitiv nichts mit falsch.
Behaltet euer Feuer für euch. Feuerzeug habe ich selbst dabei. Ja, habt ihr denn schon Cyberpunk gespielt oder ist das überhaupt nicht eure Welt? Kann ja beides sein. Ist ja möglich. So. Läuft das Rendering eigentlich noch? Ja. Tut es. Hab mal eben kurz einen Blick auf den anderen Monitor gewagt. War ja gerade nicht so viel los. Dann kann man das auch mal machen. So, dann haben wir da unten noch ein bisschen was, was wir erkunden können, wenn ich das richtig sehe. Hallo. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein echter Schisser, wenn es um Zahnarzt geht. Also irgendwie habe ich echt schon so ein ganzes, so ein echt mulmiges Gefühl. Kein schönes, muss man einfach mal so sagen. So nach dem Motto so, Gott, ich will das nicht. Aber ich weiß genau, dass es sein muss. Von da gehe ich natürlich auch hin. Aber es ist echt so, bah. Will man partout nicht. Rein ganz und gar nicht. Vor allen Dingen, wenn man weiß, was gemacht wird, ist das fast noch schlimmer. So, da geht's, glaube ich, nochmal runter. Gucken wir gleich mal. So. Gucken. Ja, Level 2. Was denn? Wer zum Teufel grunzt mich an? Wir gehen erstmal hier lang. Nervt auch nicht mit eurem scheiß Flammenfeuer hier. Flammenfeuer ist auch toll. Doppelgummappel geht immer. Hier ist ja auch Loot City. Da sind ja noch welche offen. So. So, ihr Lieben, dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Wir, das war jetzt die Mittwochfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sehen uns dann am morgigen Donnerstag wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.